Und herzlich willkommen zurück, euer GB Crazy Swim Start, ihr verrückten Vögel. Wir sind wieder bei Dead by Daylight mit Virus. Hi. Hallöchen. Und Tobi. Jo. Ja. Ja, wie geht's weiter? Ist die Ansage vorbei. Ja, was denn? Räusper, räusper, alter Mann. Ich weiß, ich hatte einen Kloß im Hals. Ich kann nicht immer so, wie ich will, ey. Du musst weniger Katzenhaare rauchen, ey. Tobi! Hä? Oh. Ja, das tut mir leid. Jedes war das Gleiche, egal welche Aufnahme es ist, ey. Nein, vor der Aufnahme haben wir auf dich gewartet. Stimmt, Virus. Und einmal haben wir auch auf Kuh gewartet. Aber davor dreimal auf dich, also, Ja, und jetzt, du hast schon gesagt, wie die Kinder, immer, die zwei. Wie die kleinen Kinder, ey. Ja, und jetzt? Wir sind einfach eine... Die kann man nicht nachmachen. Ja, das stimmt. So viel Behinderte finden wir sonst nur in der Klasse. So, Habe ich mir die richtigen Leute ausgesucht für die Community. Von der passt doch. Und verstehen tun wir uns auch. Ich hätte gerne noch den Holy dabei gehabt, aber der hat leider kein Handy. Schade. Der hat kein Handy? Aber Holy ist eher so einer, der macht gerne... Wie kann man denn ohne Handy leben? Hat dann Haustelefon oder was? Der macht lieber gerne sein eigenes Ding und dann ist das okay. Deswegen. Ach so, er hat Holy ist Holy. Unoffiziell kein Handy. Jetzt dachte ich schon, er lebt jetzt noch in der Strandzeit und macht alles noch mit Brief. Ich meine, es gibt da Leute, die... brauchen keins, weil sie keinen Sinn und keinen Zweck darin sehen. Und ja, die haben meistens ein Festnetztelefon. Es gibt da wieder also ein Haustelefon, weißt du? Hallo. Also ich habe ja 80% der Fälle nirgends Netz, wenn ich rausgehe. Es gibt wiederum Leute, denen sagst du dann, dass sie kein Handy haben und da fangen dann laut Hals an zu lachen. Ich denke, ja, hallo. Und fehlt ein Spieler. Der Killer ist schon bereit. Ja, ich weiß. Ach, herrje. Naja, suchen wir uns mal eine neue Lobby. Das dauert sonst ein wenig zu lange. Da wird der Killer nämlich auch nicht... Auch kurz hoch. Ja, das wird der Killer auch nicht lange mitmachen. Dann wird er dann nämlich sowieso den Horst getrennt. Der Horst? Den Horst von der Bodenstange. Tritt deiner Lobby bei. Ja, mach mal. Dann tritt ich mal Virus bei. So. Ja. Eintreten. Oder eintreten. Unsere CCG, ne? Und dann, aber er hier? No. Bei mir nicht online. Komische Sache. Flu ist abwesend, da steht CCG drauf. Biro, du musst auf Bestätigen drücken. Warum ich? Ah, ist ja schon lange drin, lol. Ich hab wieder nur ein Joint-Geräusch. Ach, ein Joint. Ja, ich rauche. Er hört nur die Joint-Geräusche. Ja. Vor allem vom Satzbau her passt es echt super zusammen. In die Joint. Das ist fast doppelt in das Lobby-Joint-Geräusch, so. Joch, der alte Kiffer. Fehlt immer noch jemand, ist bestimmt wieder der gleiche Killer. Ah. Nö, Killer ist. Wir haben jetzt vier Leute. Killer weiß noch nicht. Der überlegt noch. Der hat schon überlegt. Und jetzt warten wir eigentlich nur auf den zufälligen Spieler. So sieht's aus. Wahrscheinlich checkt das gerade nicht. Ruppelt ja auch schon an der Nase rum. Du Horst, go! Einfach, du Horst, Alter! Horsti! Jetzt kommt sicher das Borsti, oder? Easy. Jigsaw, komm, Jigsaw-Kisten, komm. Man kann doch nicht so lange brauchen, um sich gewisse Perks, wenn man schon ein paar Runden Dead by Daylight gespielt hat, und man ist kein Lauch in dem Spiel, dann wüsste man doch, dass man bei gewissen Charakteren die Perks schon drin hat. Also warum dauert das so lange, auswählen dann noch für gewisse... Überleg dir nicht, das dauert in CSGO auch immer so lange.
Cam. Ja, manchmal, vergiss du willst es, halt vielleicht immer wieder mal Resets. Da gibt's Leute, die machen erst in der letzten Sekunde bestätigen. Hier, die letzten 5 Sekunden automatisch bestätigen. Also muss man da nicht mehr drücken. Das geht dann automatisch. Ja, ich weiß, aber bei CSGO ist es dann so, du dann, wenn keiner bestätigen muss, dann auch mal bestätigen drücken. Kriegst du eine neue Lobby. Bei mir ist es in LoL und CS auch immer so. Ich überleg bis zum Schluss, wen ich spielen soll, obwohl ich eigentlich nur 2 Charaktere habe, mit denen ich wirklich gut bin. Und die pick ich dann meistens erst recht nicht, weil okay, ist keine Jigsaw-Kisten. Keine Jigsaw-Kisten, das ist gut. Ja, da vorne rennt schon wieder einer. Am Generator. Kiste. Meine. Natürlich renne ich Virus. Renn doch gerne. Wenn die aufhören, der Generator ist der Scheiße, man sieht hinter dem Felsen nix. Oh, ist das eigentlich der Killer? Wer ist denn der Killer? Ja, ich gucke gleich, ich mach weiter. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass ich da oben was über die Felsen sich emporragen hab sehen. Ah, aber ja. Das war... Also ich sehe noch gar keinen. Ja, Crazy, aber Borsti kann's nicht sein. Wenn es gerade eben ein Killer war, dann hat er wahrscheinlich keinen Herzschlag. Das ist wahrscheinlich Myers. Crazy, ich stehe hier, mach weiter. Ich gucke, ich halte für die Ausschau. Ist das okay? Mach was anderes. Ja, ich gucke selber auch. Keine Angst. Ja, aber siehst du aber, in deinem Baum siehst du nicht viel, da in deinem Stein, meine ich. Dreh mich boah, im Kreis. Hast du mich erschrocken. Bist du in die Karussell? Oh ja! Oh, Herzschlag. Herzschlag, er hat doch Herzschlag. Es ist der Clown, oh mein Gott! Okay. Der Clown! Oh, super Sache. Happy Clowny. Weil wir gehen jetzt hier direkt ins Haus rein und gucken. Der Horror Clown. Ne, da ist kein Generator drin. Herzschlag. Ach was, der rennt mir hinterher. Seit 8 Jahren. Hier, komm zurück, Crazy Generator. Ich brauche eine Kiste. Da unten ist eine Kiste. Man muss sagen, ich finde das die Fähigkeit von dem neuen Killer einfach komplett nutzlos. Will er denn? Ich hab mir hinter dem Haus Der rennt mir jetzt seit 8 Jahren hinterher, also. Auf der Höhe, wo wir gerade einen Generator gemacht haben, hinter der Hütte ist der nächste Generator, also hinter dem Ausgang da so. Ist auch der andere Ausgang. Also beide Ausgänge sind hier oben übrigens. Einer von mir ist links und einer von mir ist rechts. Ja, ich komme ja schon. Mitten Glatzkopf. Ja. Aber ich habe keinen Platz, ich muss zum nächsten. Ja, mach das. Der ist links, ja. Wie? Nein, er hat es besser, wenn er einmal über ein Fenster springt und nicht mehr drüber springen kann. Haha, Tobi. Verdammt. Crazy, gehst du hin, aber vorsichtig. Weiß ich nicht, wo er ist, ich sehe ihn noch gar nicht. Ich häng doch nicht mal. Ja, aber du musst ihm sagen, damit er in deiner Nähe ist, damit er eingreifen kann. Wenn der Killer irgendwo eine Falle aufbaut, dann kann er nicht runter. Und niemand anders, also in, ja hier, gut. Warte, hier sind wir. Er liegt da noch nicht mehr am Boden, jetzt liegt er am Boden. Jetzt liege ich. Also wie gesagt, Achtung, der hat es, wenn er über ein Fenster oder so springt, ist es direkt gesperrt. Ah, da drüben liegt er, ich sehe ihn schon. Das hat mich gerade erwischt, das war ungünstig. Ah, da ist direkt ein Haken. Jochen. Er kommt! Du Pfeife, du! Hab ihn lang genug abgehalten, würde ich fast sagen. Ja, ich gehe ihn, ich hole ihn runter. Ich hole ihn an. Ja, danke. Kann ich gebrauchen, hatte ich schon lange nicht mehr. LOL, das muss doch keiner wissen, Mann! Kommst du mit? Wir waren am Generator. Jo, da hinten war ich auch noch rein, aber ja, können wir machen. Na, komm mit, der andere war angefangen. Länge gerade ein bisschen. Ich brauche zwingend besseres Internet. Denk da, wenn du durch die Busse läufst, hast du auch nochmal eine Palette, die du umbauen kannst. Um Abstand gewinnen vom Killer. Also das sind immer diese Spots, diese Wände, durchs Fenster springen, Paletten umhauen und so weiter, die musst du nutzen, Crazy. Das sind deine... Ich habe ich doch genutzt, ich bin doch entkommen, oder? Ja, ich sag's doch nur. Also viele vergessen das. Wie gesagt, Virus am selben Spot bleiben bringt bei ihm nichts, weil er einfach hinterher springt, wenn die Fenster geschlossen sind. Darauf bitte nachher achten, wenn du nachher von ihm gechased werden solltest. Weil aus dem Grund bin ich danach gelegen. Komm mit, hier vorne ist der nächste Generator. Hier, bei den Bussen hier unten. Okay, ich komm. Ich mach einfach Totem kaputt. Mach Generator. Einer liegt. Ja, ist gut.
Hör auf. Oh, er kommt hier. Super Sache. Ich hoffe, ich lenke ihn ab ein bisschen mit Knall. Der Befreiungsstoff, oder? Och, konzentrier dich doch mal! Ich mach grad das dritte Tote mehr. Oh, ich bin an dem vorbei. Ich gehe runter, wo der. Ich gehe von dem Generator weg. Ich gehe jetzt da unten. Hier unten ist auch noch ein gelber Krambagger. Hier ist ein Generator. Super Sache. Da gehe ich jetzt rein. Hier sind sogar zwei. Das ist besser, wenn wir zwei auf einer anderen Seite machen, als alle nur auf einer Seite. Sonst haben wir hinter ein Problem. Er liegt schon wieder. Wer ist da? Och, was ein Lauch, Alter. Erst verspätet er sich, Alter. Jetzt dann... disconnected. Ja, was, ey, so ein Noob, ey. Gerade ich lege zu sehr, ich sollte keinen Schaden machen. Was war das jetzt für wegen Fenster? Das habe ich jetzt vorhin nicht ganz irgendwie verstanden. Ja, er hat dieses Perk, dass wenn er über ein Fenster springt, das Fenster für dich gesperrt ist. Also wenn du übers Fenster springen willst. Wenn du, wenn du über ein Fenster springst und er springt dir hinterher und du willst ihn an, du willst dann loopen und wieder über das Fenster springen, also so um den Spot herumspielen, dann ist das Fenster für dich gesperrt, weil das er das schon durchgesprungen ist. Ja, das ist das, das weiß ich, das ist ein Perk. Das geht erst nach, ja, genau, nach ein paar Sekunden erst wieder. Genau, und das hat er. Ja, nur das hast du falsch. Ja, ja. So, mein Generator, das ist gleich fertig. Meine auch. Das ist gut, weil ihr habt die, Ausgangstore da oben. Ja, ich hab den Killer, der gerade ein bisschen bei mir rumgammelt. Hör auf, hier. Da, hör auf, da den Generator rumzufummeln da unten, Glatze. Ach, Murat, Alter, du gehst mir auf den Sack. Na komm! Lodorino, lauf! Da. Hier ist die Luke, Gott sei Dank, Gott sei der Armseele gnädig. Ich hab mich gerade nicht gesehen. Oh, der ist ja schlecht. Ja, ist er. Ja, ist er. Er läuft dir immer noch hinterher, oder? Ja, ja. Ja, das ist so. Generator fertig. Da hinten. Das war ärgerlich. Boah, die sind auch weit weg, die Toren. Oh, er hat jetzt jemanden anders. Ja, Tobi. Er hat mich einmal gekillt und hat mich direkt wieder verloren. Also, er rennt hier immer noch hinterher, weil wir's. Nein, ich hab kein Herzklopfen. Ich hab die Luke wieder. Ihr könnt raus. Ihr könnt raus. Ja, ich hab Herzklopfen. Wo kann ich raus? Ihr habt ich muss jetzt die Tür finden. Ihr habt da oben die Ausgänge, habt ihr da oben, wo ihr seid. Ich muss das da hinlaufen, wie raus? Ich bin doch gar nicht da oben. Die Ausgänge sind da oben ganz weit in der Nähe, also. Ja, ja, soll ich dir helfen, nein? Ich erstmal heilen. Also, das macht Tobi gerade selber. Ja, ich heil mich gerade schon selber. Ich bin gleich fertig. Einer macht Ausgang auf. Bin dabei. Oh. Ich lauf da gerade hier hinten. Moment, 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 meine Katze, er ist hier irgendwo. Ich hab die Luke hier unten, also. Okay, alles klar. Ich geh mal zum Haus, ob unten im Keller irgendwas ist, was ich. Er chased mich. Mach Ausgang. Ich mach grad einen Ausgang auf. Super, super, super. Sag ihm wo. Link, ja. Nicht der rechte, der linke. Okay, hier ist keine Kiste. Geh offen. Oh, alle Mann, raus. Ist offen. Oh nee. Ja, ich bin down. Hey, bist tot. Ja. Naja, tot nicht, ich lief halt. Warte, wo war denn jetzt die Luke? Hab ich sie doch immer. Ach, hier. Ich helfe dir gleich. Ich glaube, das erste Mal hängen jetzt ist uncool. Crazy ist in der Nähe. Ja, ja. Du musst, du mit Crazy gleich vorauslaufen. Crazy muss hinter dir laufen. Crazy, du musst ihn aber so abhängen, dass da, wo der Killer kommt, erst dich haut. Weißt du, du kannst einen Hit abkriegen. Ja. Denke ich mir. Und dann ab zum Ausgang. Du musst nur ihm sagen, er hängt unten auf. Ach du Scheiße. Hier wo ich bin, siehst du das am Haken? Hier ist die Luke. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ja, er am Haken sieht das aber, wo ich bin. Wie sieht er kommt das raus. Aus? Camp? Er kommt raus. Er geht zum Ausgang. Ich gehe runter. Renn ich ja die Spuren. Nein, 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 die Katze, er guckt hier zu mir. Er kommt, hol mich nicht runter.
Er kommt, der ist oben drin, er kommt runter jetzt. Ich sage, der hat die Spuren gesehen, das ist relativ ungünstig. Nein, hab ich doch nicht runter, Dörer! Hau ab! Hau ab! Ja, das ist schön, der hat erstmal ein Slowfeld hingesetzt, das sind gar nichts. Ich hab doch gesagt, der sieht mich, komm nicht runter. Warum bist du noch weiter runtergerannt? Mann. Ist schon zum zweiten Mal? Ich weiß, der Ausgang hier oben ist offen, hast du gesehen? Ja, ich weiß, der linke. Direkt hier beim Häuschen. Hast du beide Ausgänge jetzt offen? Weiß nicht, wenn du den einen aufgemacht hast, ja. Ah, ich bin ja noch in der Szene, wie er da rumläuft. Der bumpert noch. Ich weiß nicht, ob ich dich holen soll oder nicht. Der ist in der Nähe. Also ja. Ich würde da nicht kommen. Der Pferdschlag. Vergiss es, Virus, der wird da auf alle Fälle wieder runterlaufen. Super. Ja, hat sie wohl. Wow. Versuch's erst gar nicht. Ja, ich muss raus, scheiße. Ach Mann. Tut mir leid. Da habe ich sonst auch im Keller, hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ansonsten, bis so weit war die Runde nicht schlecht. Ja. Nur das das bisschen mit dem Killer abhängen und so weiter. Das müssen wir nochmal so ein bisschen, aber das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Wo kommt der denn weg? Napalm heißt der Killer. What? Ist ein Deutscher. Deutscher. Oh, what, ey? Na, tot ist tot. Ja, 11.000 Punkte, 12.000 fast. Lol. 18.000 für einen Killer. Bis zum nächsten Mal, Chibi Crazy raus. Und der Rest, weiß ich nicht. Ja, danke. Ciao, bis zum nächsten Mal.